Ich habe jahrelang gedacht, ich möchte mal töpfern. Das ging bestimmt 16, 17 Jahre immer wieder mal so, ach, ich könnte das doch mal probieren. Ich traue mich jetzt. Und dann war ich auf einmal selbstständig mit einer kleinen Keramikwerkstatt. Jemanden, der sich gerade selbstständig macht, würde ich raten, denk positiv, wachs über dich hinaus und ja, halt einfach an deinem Traum fest.